Ah ja, was ich auch interessant finde, was generell eine interessante Frage auch für alle Leute, die am Start sind, wäre, und auch natürlich an die Mellitus, an die Rin. Es ging darum, dass die Nelani hatte unter ein Astrologen-Jobklassen-Video geschrieben, hui, du stellst ja manchmal Fragen. Solange die Schicksalsweberin nicht persönlich bei mir klingelt, bin ich skeptisch. So, für manch einer wird es jetzt etwas komisch rüberkommen. Die Background-Info dazu ist, dass ich in dieser Folge gefragt hatte, ob man selbst an Schicksal glauben würde. Ich glaube jetzt in dieser ruhigen Nacht mit dem Sternenhimmel und mit dem ästhetischen Lolgulas stark an meiner Seite als Dragoon, stelle ich die Frage an die Mellitus. Glaubst du an Schicksal? Boah, das ist so eine schwierige Frage, das jetzt so in kurzer Zeit zu beantworten. Ist ein bisschen schwierig. Also es gibt ja manche, die die Theorie vertreten, Schicksal gibt es nicht, das ist alles nur irgendwie Chaos, was uns so im Leben zustößt. Aber es gibt halt so manche Dinge, da fragt man sich dann schon so, okay, sind vielleicht gewisse Dinge vorherbestimmt? Ich glaube schon, ehrlich gesagt, so ein bisschen dran, dass es so gewisse Menschen gibt, die irgendwie zusammengehören oder so und die sich irgendwie immer wieder begegnen oder immer wieder treffen sollen. Also insofern denke ich schon, dass manche Dinge vorbestimmt sind, ja. Okay. Was denkst du, Rin? Glaubst du an das Schicksal des Lebens? Schwierig. Total schwierig. Ich weiß nicht. Also auf einer Art würde ich sagen ja, auf der anderen Seite nein. Gab es denn so Momente, wo du da mal das Gefühl hattest, boah, das kann jetzt nur Schicksal sein, das ist jetzt so crazy, das muss vorbestimmt gewesen sein, oder hast du so einen Moment noch nie gehabt? Doch. Hatte ich mal solche Momente, wo ich gedacht habe, okay, das ist halt auch vor allem so Personen, die ich getroffen habe oder so. War es also Schicksal, dass wir uns kennengelernt haben, Rin? Vielleicht. Ja, da beginnt das eigentlich schon mit der Serverwahl, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man ja ein MMO anfängt oder ein Spiel mit verschiedenen Servern, dann ist ja schon so ein bisschen, ja, das ist, hört sich jetzt ganz komisch an, aber wenn ich jetzt nicht auf dem Server Shiva gelandet wäre, dann hätte ich niemals die Gilde und die Leute jetzt hier so gefunden, die jetzt hier am Start sind. Dann hätte ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, wäre vielleicht vom Raid-Content nicht so weit gekommen wie jetzt und hätte die Rin niemals kennengelernt. Also ich meine, allein schon mit der Serverwahl ist ja schon so ziemlich viel vorprogrammiert, oder? Was denkst du, Rin? Ja, das stimmt schon. Hätte ich jetzt zum Beispiel diese Gilde nicht ausgesucht, hätte ich denn euch jemals kennengelernt oder was weiß ich. Ich denke schon, dass ich euch kennengelernt hätte oder später auch irgendwie, aber nicht in diesem Maß wie jetzt. Also das wäre halt so, wir sitzen und mit euch reden. Ja, aber das zum Thema Serverwahl. Bei Melly und mir war es ja so gewesen, dass wir eben halt auch eine Community-Seite, die halt schon vor Release von Final Fantasy XIV am Start gegangen ist, haben wir halt den Hinweis bekommen, dass wir auf dem Server Shiva und auch Server Odin halt ziemlich viele deutschsprachige Spieler sein würden halt. Und das galt so als kleiner Geheimtipp. Und danach haben wir es auch gerichtet. Und bei dir, wie war es bei dir? Eben nicht. Ich hatte halt dadurch erfahren, dass auf inoffizielle deutsche Server ist. Hat da angefangen. Aber das war jetzt nicht auf Empfehlung vom guten Freund oder so, sondern einfach, weil es irgendwo gelesen hat, ist. Ja, genau. Okay. Tja. Ja, aber so ist es. Aber trotz alledem, auch dass wir jetzt auf verschiedenen Servern jetzt gelandet sind, also jetzt nicht wir, also nicht die Melli und die Rinne und meine Wenigkeit, sondern auch die ganzen Leute, also ihr, die jetzt gerade im Chat seid. Wir haben ja auch schon viel erfahren, dass ihr auf anderen Servern unterwegs seid und woanders spielt. Und ihr habt euch bestimmt auch schon mal die Frage gestellt, ich meine, was wäre gewesen, wenn? Ja, diese mysteriöse Frage. Und
ja, schreibt doch mal in den Chat rein. Wie war es für euch? Ich meine, habt ihr auch ganz viele nette Leute jetzt sozusagen in-game kennengelernt und denkt ihr, das wäre komplett anders gelaufen, wenn ihr auf einem anderen Server gestartet wärt? Oder, ja, keine Ahnung, hätten eure Wege einen ganz anderen Weg genommen? Also schreibt es doch mal rein in den Chat, würde mich interessieren. Denn ich finde das ja schon so ein müßiges Thema. Also, auf jeden Fall sehr interessant. Und an der Stelle natürlich vielen Dank für diesen Kommentar, ja, Nelani. Sehr nett, sehr nett. Haben wir wieder was Tolles zu bequatschen hier im Livestream. So, und währenddessen haben schon ein paar Leute was geschrieben im Chat. Und zwar auch der Power Logi hat geschrieben, Schicksal, Gott, Glück gibt es nicht für mich. Die Grausamkeit der Welt kann nicht vorbestimmt sein. Ja, du bist ja ein Sonnenschein. Naja, so ein Quäntchen Glück hat wohl jeder im Leben, oder? So, und Nanua hat geschrieben, die Realität ist ein Produkt des Zufalls, das wir Schicksal nennen. Zitat, Itachi. Oh ja, okay. Interessantes Zitat. So, und ebenso wurde noch geschrieben, mir wurde damals gesagt, Shiva sei der Server mit den meisten englischsprachigen Spielern. Da ich nicht so super Englisch kann, naja, war Shiva keine Option für mich. Ja, da sieht man mal, wie anscheinend die Gerüchteküche in verschiedene Richtungen gegangen ist. Also, bei mir war es erstes so Google-Suche, deutschsprachig, Final Fantasy 14, da kam eigentlich schnell Shiva und Odin. Aber interessant, wie es dann bei dir gewesen ist, Nanua. Sehr interessant. So. Und Mirai hat noch geschrieben, bei Final Fantasy war Odin auch schon einer der deutschen Server. Da hier auf Shiva aber ein Freund von mir spielt, bin ich hergekommen. Okay, also vorher Odin und jetzt auf Shiva. Okay, und bist du zufrieden hier, Mirai, oder wärst du lieber auf Odin geblieben? Kannst du mir gerne reinschreiben. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt hier auf dem Server Shiva eigentlich nur Positives erfahren. Auch von der Community, ob jetzt deutschsprachig, englischsprachig oder was noch immer. Man muss auch sehr sagen, dass muss auch ehrlich sagen, dass die Community sehr erwachsen halt wirkt im Vergleich zu anderen MMOs. Und das finde ich eigentlich recht gut. Wie siehst du das, Melli? Also hast du auch das Gefühl, dass jetzt hier in Final Fantasy so die Community ja eigentlich sehr gut gewachsen ist? Ja, das auf jeden Fall. Ich habe das ja auch schon öfter betont, dass für mich war das ja damals so ein, wie soll ich sagen, WoW-Killer, wo das total ausgeartet ist, ja, wo du dann wirklich schon den Public Chat ausblenden musstest, weil du es gar nicht mehr ausgehalten hast, was die Leute in dem Chat schreiben, wie sie sich gegenseitig beschimpfen und beflegeln. Und das finde ich persönlich immer ganz schlimm. Warum kann man sich im Internet nicht genauso benehmen, wie man es im Real Life auch machen würde? Und finde ich übrigens, gilt auch fürs Autofahren, finde ich auch ganz schrecklich, wie sich Leute da benehmen können. Auch vollkommen gaga. Und von daher muss ich echt sagen, finde ich, hat Final Fantasy eine sehr gute Community und auch eine sehr erwachsene Community. Und da ist es eigentlich wirklich sehr, sehr selten vorgekommen, dass die Leute auch im Public Chat nicht noch sich zu benehmen wissen. Es war zum Release ganz, ganz schlimm in Final Fantasy. Daran erinnern, im Schieber war es so. Da haben dann halt so ein paar Leute auf Deutschland ein paar Fragen gestellt oder Gildenwerbung gemacht und dann wurden wir dann gleich erstmal als Nazis beschimpft. Und das war am Anfang relativ schlimm. Ich glaube, das hat sich dann mehr oder weniger rauskristallisiert, weil dann die meisten Leute dann abgedampft sind, die dann mit dem Spiel angefangen haben und vielleicht auch sogar den Tag gewechselt haben, weil sie gemerkt haben, okay, hier sind viele Deutsche, macht keinen Sinn. Ach stimmt, ich kann mich erinnern, das hatte ich schon fast vergessen. Das war immer diese Diskussion, ob man jetzt im Public Chat Englisch oder Deutsch spricht, ne? Das war das. Ja, das hat sich aber irgendwie auch, wie du sagst, dann irgendwann gelegt, ja. Es war halt am Anfang recht, also echt grausam. Also man durfte auch nichts auf Deutsch schreiben, ohne dann als Nazi beschimpft zu werden. Tatsächlich, also so krass ist mir das nicht aufgefallen. Ich habe immer nur mitbekommen, dass sie drüber diskutieren, aber dass jetzt so wirklich geschimpft und beleidigt wurde, habe ich gar nicht so mitbekommen.
Das weiß ich auch gar nicht so richtig. Also wenn ich mal überlege, wie es halt zu Beginn war von Final Fantasy XIV, was mir als erstes einfällt, sind die ganzen Bots. Also, da war ja am Anfang, so das erste halbe Jahr, war ja hier Final Fantasy von Bots nur verseucht, kann man sagen. Oder durch Bots alles verseucht. Da ist an jeder Ecke und an jedem Minenvorkommen und an jedem Bäumchen hast du einen Bot gesehen, der von A nach B teleportiert ist. Da bin ich ja echt froh, dass das auf jeden Fall jetzt hier behoben wurde. Und da habe ich auch letztens nochmal ein Video gesehen bei mir auf dem Kanal, das liegt auch schon ewig her, also 2 Jahre. Da hatte ich ja mal so ein Video gemacht über einen Bot, den wir gekillt haben. Das war auch legendär. Ich werde mal versuchen dran zu denken, dass ich das mal hier in den in die Beschreibung reinhaue dann. Für die Leute, die das halt später sich anschauen, den Livestream. Da haben wir es geschafft, dass wir einen Bot getötet haben mit Hilfe eines schwarzen Schafes. Ja, in Camp Drachenzoll war es, glaube ich, gewesen. Und das war nicht Drachenzoll. Verwechsel ich gerade mit Geisterzoll. Camp Drachenkopf. Ja, Camp Drachenkopf. Genau. Da kann ich mal kurz hinporten, das zeige ich euch mal. Da haben wir es geschafft. Da war ein Bot gewesen, der hat die ganze Zeit diese schwarzen Schafe getötet, wo ja dieses Vlies gedroppt ist. Ja, und Vlies hat man halt früher in Unmengen hat man benötigt, um eben halt den Weber und den Gerber hochzuziehen und zu leveln und zum Craften halt. Und da gab es halt nur an 2 verschiedenen Spots gab es halt diese schwarzen Schafe. Und diese schwarzen Schafe, da fahre ich gerade mal hin oder reite dorthin, wie man es nennen möchte. So, und das war genau hier. Ich werde es nie vergessen. Da haben wir auch, habe ich selbst auch als Bade mal schön gefarmt. Hier diese Karakul, genau, da sind sie. Und mich hat das echt übelst aufgeregt, ja. Da waren dann wirklich hier, warte, genau hier, wo ich jetzt stehe, stand ein Bot, ja. Und dieser Bot hat halt immer diese ganzen Karakul zusammengepult und weggebombt, ja. Und wir haben es halt so geschafft, dass wir dadurch, dass er mal halt AE-Schaden gemacht hatte, hat er hier, wo ich gerade stehe, so ein schwarzes Schaf gehabt, was er nicht getötet hat, ja. Also er hat das irgendwie nicht mehr registriert, keine Ahnung warum. Und dann hat er das ignoriert und hat andere Schafe getötet. So, und währenddessen hat er immer Schaden bekommen von dem einen Schaf hier. So, und dann war so eine Situation gewesen, wo der dann ein anderes Schaf hier hochgepult hatte. Und dann wäre dann irgendwie das Schaf, was ihn attackiert hatte, dann fast gestorben. Und dann habe ich das Schaf da unten gekillt. Und naja, auf jeden Fall, lange Story, kurzer Sinn. Wir haben es geschafft, dass das schwarze Schaf den Bot getötet hatte. Und wir haben es sowas von krass gefeiert. Wie gesagt, das Video existiert noch. Und das war legendär. Das war echt legendär. Da haben wir uns so gefreut. Und es hat ja wirklich knapp ein halbes Jahr gedauert, bis dann mal diese ganze, ja, die ganzen Bots gekickt worden sind. Selbst da habe ich ja noch aktuell durch meine schwarze Liste, meine Blacklist, da seht ihr noch alle Bots mit den einzelnen Namen, die ich dann auf die schwarze Liste gesetzt hatte. Und das sind jetzt hier ganz ehrlich keine Leute, die irgendwie mich jetzt angefeindet haben oder so. Das sind alles Bots gewesen. Ich habe jeden einzelnen Bot gemeldet. Und man sieht selbst jetzt noch die ganzen Namen, die einfach nur kurios ausschauen und wie viele von diesen Charakteren auch gelöscht worden sind. Denn wenn jetzt ein Charakter gelöscht wurde, dann steht das ja auch hier als gelöschter Charakter. Und ja, da seht ihr mal. Also das sind alle Bots, die ich mal gemeldet hatte innerhalb des ersten halben Jahres. Und das sind knapp 80 Bots gewesen. Und allein die habe ich gemeldet. Ich weiß nicht, wie warst du das bei dir, Melli? Hast du auch jeden Bot gemeldet oder hast du ignoriert? Ja, auf jeden Fall. Also gerade am Anfang war ich ja auch als Sammler relativ viel unterwegs noch gewesen. Und ich habe mich jedes Mal wahnsinnig drüber geärgert, über die Bots. Und man hat die ja immer recht schnell rausgefunden. Und die haben sich ja, haben ja immer den gleichen Weg genommen, haben immer das Gleiche gemacht. Und zum Teil waren die ja auch in die Texturen reingebackt und hast du nicht gesehen. Und ich habe die auch immer gemeldet, ja. Wie ist es bei dir? Ist es auch so extrem früh aufgefallen oder ging das eher? Mir sind die meisten Bots gar nicht aufgefallen, deswegen habe ich auch, glaube ich, nur 2 oder 3 Mal gemeldet. Zum Teil auch einen in unserer Gilde, falls du dich daran erinnerst, dass einer bei uns in der Gilde gehackt worden ist und der dann Gildewerbung gemacht hat. Ja, aber es liegt schon lange her, ne? Oder Rin, wann war das gewesen? Das war ganz am Anfang. Ganz, ganz am Anfang. Ja, meine Güte, ey. Das waren noch Zeiten. Das waren die Anfänge von Final Fantasy. Und seitdem, also ich muss sagen, seit knapp einem Jahr hat mich, glaube ich, nicht mehr ein Guild-Seller oder noch, also keiner mehr angeschrieben. Und auch ich habe auch keinen Bot mehr gesehen. Also entweder sind die alle so im Verdeckten am Operieren, ja.
Oder die haben es einfach sein gelassen. Da bin ich echt froh drum. Da hat man sich jetzt einiges an Zeit erspart, kann man ja sagen. Aber zum Beispiel in anderen MMOs, klar, es gibt in jedem MMO gibt's Bots, aber besonders was das erste halbe Jahr hier in Final Fantasy betraf, das war echt abartig. Also ich habe in keinem anderen MMO so offensichtlich Bots gesehen wie hier. Das war echt eklig. Das würde ich nicht sagen. Ich habe in WoW auch schon ein paar Bots gesehen gehabt und noch sehr, sehr viel Gilseller, Goldseller. Es war früher noch so in WoW, dass die Goldseller dann Level 1er Charaktere gemacht haben und dann auf dem Boden sich sterben lassen haben und mit ihren Leichen dann irgendwie eine Schrift auf dem Boden gemacht haben, wo dann die Adresse von der Seite stand. Ah, stimmt. Das waren doch die kleinen Gnome, die kleinen Gnomenleichen, oder? Nicht nur die Gnome, in jeder Hauptstadt gab es sowas. Dann hast halt auf dem Boden dann 1000 Leichen gehabt, die dann halt insgesamt so eine Schrift, ja, so eine Seite gebildet haben. Ja, ich kann mich noch grob erinnern. Das große Massensterben in Sturmwind, in Stormwind, in WoW. Ja, ich weiß halt noch, das Verwundern im TS, hier fliegen Menschen vom Himmel. Und ich so, was fliegt? Doch, hier fallen Menschen vom Himmel. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, aber sowas vergisst man nicht. Das ist, also allein die Bot-Geschichte, die ich gerade versucht habe, mal ein bisschen nachzustellen, das ist auch ein Moment, den werde ich nie vergessen. Ich meine, das ist echt ätzend gewesen früher, aber jetzt im Nachhinein kann ich da echt drüber lachen und das war sehr amüsant. Und ich glaube, jeder von euch hatte da auch jetzt die letzte Zeit solche lustigen Stories mal erlebt. So. Was mir gerade noch einfällt, nur so am Rande, der Rin hat sich das letztens gepostet. Ich habe letztens von meinem Gehilfen, das war mein Gärtner gewesen, über einen schnellen Streifzug, ja, man kann ja die Gehilfen wegschicken, der hat mir ein Item mitgebracht, was ich A noch nie gesehen habe und was B 2,5 Millionen Gil wert sein soll. Und da musste ich nicht schlecht staunen, denn ich war kurz davor, das einfach wegzuschmeißen, da ja irgendwie 90% der Sachen, die die Gehilfen anschippern, eigentlich eine Müll sind. Oder Müll ist. Und das ist hier folgendes, ich zeige es euch mal. Also, wie gesagt, die Preise beziehen sich hier alle auf dem Server Shiva natürlich, aber ihr seht's, in meinem Inventar habe ich ein Projektionsmodul. Und das ist ein Teppich und der ist irgendwie von den Erlagern, so wie es ausschaut, der leuchtet so extremst. Hast du den schon mal gesehen, Rin? Ja, das Item kommt aus T9, meine ich. Ah, droppt das bei T9 oder was? Ja, das Item, um das zu craften, ja. Okay. Krass. Ja, wie gesagt, aber dass man mal T9 abrappelt, ist eher unwahrscheinlich. Aber jetzt zeig ich mal kurz, wie der Preis aktuell ist. Also ich glaube, gestern oder vorgestern war es noch bei 2,5 Millionen, war es drin im Auktionshaus. Warte mal, ich zeig's mal hier. Also auf dem Server Shiva. Oh, jetzt haben sie wieder runtergetan. Aber trotzdem. Also jetzt gerade hier, dieses Projektionsmodul ist auf dem Server Shiva noch 1,8 Millionen Gil wert. Ja, da kommt man mal ins Grübeln und denkt sich, ich habe keine Hütte, soll ich es verkaufen? Oder ich bewahre es mir lieber auf für den Moment, wenn ich jetzt mal ein Häuschen mir zulege. Naja, mal schauen. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Aber sehr cool, dass auch mal die Gehilfen was Sinnvolles mitbringen. Und nicht alles Müll ist. Denn ich glaube, das, was ich am meisten bekomme aktuell, waren immer irgendwie Dächer. Trice meint übrigens zum Thema Gehilfen, dass der Name von deinem dritten Retainer immer noch Strange ist. Was soll Strange sein? Der Name von deinem dritten Retainer. Warum ist dein Name? Ja. Fühle dich geehrt, Trice, dass du mein Gehilfe bist. Aber ja, ist ja Tracy oder Tracy. Also mein erster Gehilfe ist Satoki. Wahrscheinlich eine weibliche. Das ist die weibliche Trice. Ja, das ist die Freundin von Trice. Genau. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe einmal Satoki als Gehilfen, dann habe ich Felina und Tracy. Oder Tracy, wie man es aussprechen möchte. So. Ah ja, an der Stelle, gute Nacht, Powerlogi. Und auch an die Leute, die ich jetzt überlesen habe, die schon verabschiedet haben. Guten Nächtle, du. Jetzt war ich so vertieft hier, was mein Gehilfe angeschippert hat.
So. Und jetzt muss ich mal schauen, was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Ah ja, genau. Ich check nochmal kurz die Community-Fragen. Wenn ihr generell Fragen habt an mich, an uns, könnt ihr euch auch gerne in den Chat halt reinschreiben. Keine Frage, Leute, das wisst ihr ja. So, aber vor, werden wir mal hier gucken, was ich hier auf meinem Zettelchen habe. Genau, hier, der Michael Kohls hatte geschrieben, wieder mal eine gute Folge. Hab mal eine Frage, ob ihr etwas zu der neuen Reliktwaffen wisst. Denn ich habe noch nichts gefunden. Dazu wäre super, wenn ihr mir was sagen könntet. So, ich glaube, diese Frage kann die Rin beantworten, oder? Also die Reliktquest, die wird wahrscheinlich, also voraussichtlich so im Dezember kommen mit dem Patch 3.15. Und beinhaltet, soviel ich weiß, 5 Schritte, laut dem letzten Interview. Und den ersten Schritt werden die Leute überspringen können, die eine Zeta, unabhängig mit welcher Klasse sie das gemacht worden ist, überspringen. Kannst halt überspringen. Okay. Dann. Die Frage, die ich mir stelle, wie lang würde der erste Step sein? Also ist ein großer Vorsprung oder nicht? Aber das wissen wir halt nicht, oder? Nee, Details wurden dazu noch nicht gesagt. Aber ich bete, dass es keinen Kram wie Atna geben wird, der total random ist. Diejenigen, die sich noch daran erinnern, die Atmas waren früher nicht sehr einfach zu bekommen. Da hast du gerne mal ein Wochenende gefarmt und hast kein einziges bekommen. Ja. Ich weiß auch ganz genau, warum ich erst die Reliktwaffen-Quest oder zumindest die generell die Legendary-Quest recht spät angefangen habe. Genau aus dem Grund, weil ich keinen Bock hatte, die ganze Zeit rumzufaden, um dann irgendwelche komischen Atmas zu bekommen. Das war mir echt zu dämlich. Aber wie gesagt, ich meine, was sollen sie machen? Ich meine, die Melli hat schon mal ein bisschen gesagt, es wäre cool, wenn sie das in Verbindung, also die Reliktwaffen-Quest in Verbindung mit dem Diadem bringen könnten. Weil das Diadem halt, A, neu ist, B, sehr weiträumig ist und C, denke ich mal, ein bisschen abwechslungsreicher wäre. Oder? Was denkst du, Melli? Ja, mal schauen, wie sie es diesmal wieder machen werden, ne? Eigentlich schaffen sie ja irgendwie immer einen Anreiz, dass man sozusagen auch alte Inhalte läuft, was natürlich auch für neue Spieler sehr wichtig ist. Man muss ja auch gucken, dass man die Inhalte sozusagen aktuell hält und auch viele Spieler dazu motiviert, sie halt noch zu machen, zu laufen. Ja, mal schauen, was es diesmal wird. Aber ich denke mal, sie werden sich das wieder gut überlegt haben, mit welcher oder welchen Aufgaben sie es verknüpfen. Hast du persönlich eine Theorie, in welche Richtung es gehen wird, Melli? Also frage ich mal so, was wünschst du dir, in welche Richtung es geht und was glaubst du, in welche Richtung das gehen wird mit der neuen Reliktwaffen-Quest? Also was ich mir wünsche, ist eigentlich, ich bin da bei Rin, ne? Dass das nicht alles so extrem random ist, weil wenn man sich überlegt, das war bei mir halt auch eben der Faktor gewesen, dass ich gesagt habe, nö, ich mach das nicht. Dass manche ihre Items schon beim, keine Ahnung, ersten, zweiten, dritten Run hatten und andere haben das, ich weiß es nicht, 27 Mal gemacht und haben das Item noch immer nicht bekommen. Das ist natürlich extrem frustrierend, ne? Wenn sie da eher so in Richtung Fairness gehen und jeder soll das bekommen und jeder kann gewisse Inhalte machen und bekommt dann am Schluss irgendein Item oder so, so dass garantiert ist, dass am Schluss nach spätestens, keine Ahnung, 5 Runs oder so jeder sein Item hat, dann würde ich das schon besser finden, nur dass man nicht immer so das Gefühl hat, okay, ich werde da jetzt so benachteiligt, weil bei mir dauert zu lange und die anderen, die haben das alles schon. Das würde ich persönlich besser finden. Okay. Was ist dein persönlicher Wunsch und deine Meinung, Rin? Ja, schwierig. Also am liebsten würde ich ja das mal das auf die Raid-Content zu beziehen, aber das werden sie nicht machen, weil die Casual-Spieler und alle Leute, die halt auch nicht raiden, da keinen Zugang zu hätten und damit würden sie eine Menge da ausschließen mit. Ansonsten, ja, ich würde mir wünschen, dass es halt wirklich auch nicht so eintönig ist. Ich fand das mit den
Animus-Büchern ganz toll, dass es halt immer in verschiedenen war, dass du ein Dungeon machen musstest, ein Raid und die Mobs töten, wobei das Mobs töten bitte nicht nochmal, das fand ich am lästigsten. Das fand ich nämlich ziemlich cool, weil das halt auch eine Abwechslung war und dann es war auch egal, mit welcher Klasse du das, glaube ich, gemacht hast. Weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, mal gucken, wann die ersten Infos kommen. Du sagst ja, die Reliktwaffen-Questline soll ja dann Mitte Dezember im 3.15er-Patch kommen. Zumindest voraussichtlich. Die Frage ist natürlich, wenn es so ist, dann müsste ja schon innerhalb der nächsten zwei Wochen ja, die Informationen rauskommen, oder? Zum Patch konkret. Da ja jetzt schon bald Dezember ist. Wir haben heute den 21. November. Also, oder was denkst du, Rin, wann wir mit den nächsten Informationen rechnen können? Die haben ja zu kleinen Patches ja nie wirklich großartig immer Informationen gegeben, deswegen mal gucken. Naja, aber da haben wir schon viele auch mal gefragt und sind wir generell mal gespannt, wie das dann sein wird und wie die Motivation sein wird, dies anzugehen von vorne an. Mal gucken. Aber ich glaube, es wird wieder ein längeres Projekt werden, dadurch, dass die Reliktwaffen-Quest sich ja immer weiter stetig entwickelt und ja, mich würde nicht wundern, wenn wir dann während eines Livestreams dann uns dann mal rangegeben, diese ganzen Aufgaben zu erfüllen. Also da haben wir, denke ich mal, noch viel Spaß in der Zukunft. Also ich hoffe, dass wir da so ein bisschen drauf eingehen konnten mit dieser Thematik und deine Frage Michael Kohls beantworten konnten, was wir aktuell wissen. Ne? Wie gesagt, der Livestream, den wir jetzt gerade haben, findet am 21.11. statt. Ja? Die Aufnahme, also den Livestream, werdet ihr nachträglich natürlich auf dem Kanal Seedmovie wieder sehen, aber das wesentlich später. Also wundert euch dann bitte nicht, die jetzt erst gerade irgendwann im Dezember hier diesen Livestream hören. Nachträglich. So.